Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab $1 im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Ja, herzlich willkommen zum 74. Stammtisch des Retro-Kompott-Podcasts. Wir haben uns hier schon in kleiner Runde heute mal zusammengefunden. Alles wieder Corona-sicher. Schön mit Abstand, ist ja eh alles online. Ich darf begrüßen den Danny alias Sitgate. Hallo. Guten Abend aus dem hohen Norden, aus Bremen. Dann darf natürlich nicht fehlen der Ingo alias Patchfold 2000. Hallo. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend aus Adenau. Und von ganz weit weg über den großen Teich der Arne alias RSN 8887. Hallo Arne. Ja, hallo aus Oklahoma hier bei Oklahoma City. Ja, und ich bin der Amiga Master alias Marcel. Und damit ist die Anfangsrunde des Stammtischs für heute schon komplett. Eine kleine Runde. Was haben wir für Themen mitgebracht? Ich denke mal, dass einige vielleicht den Stammtisch von gestern, also den Videostammtisch, nicht verkraftet haben. Lag's daran? Ja, ein bisschen schon. Also ich habe mich echt mehr aufgeregt über Bubble Bobble als über Rick Dangerous. Rick Dangerous war zwar auch hammerhart, aber Bubble Bobble, naja. Aber hat ich hatte noch nie so eine niedrige Herzfrequenz wie gestern. Also ich fand das wunderschön, es hat Spaß gemacht und ich bin dann am Schluss sogar noch durchgekommen, so mehr oder weniger. Ja, das war jetzt auch, wir hatten drei Leute, die es durchgespielt haben. Ne? Einmal ich in der Amiga-Version und zwei Leute mit C64, der Ingo und der Michael. Genau. Der Maniac 242. Habt ihr gecheatet oder habt ihr es so durchgeschafft? Ja, ja, natürlich. Definitiv. Also, wobei ich erinnere mich, früher habe ich das mit meinem Bruder, also ich glaube, durchgespielt im Koop. Da war das eigentlich kein Problem. Ich hatte es auch nicht so schwer in Erinnerung. Ich wollte gerade sagen, weil ich war ja gestern Abend leider nicht dabei. Ich hatte einen anderen Termin mit dem Fernseher. Ich habe das Spiel aber früher mit Gizmo ganz, ganz viel gespielt und auch immer im Koop-Modus. Und da sind wir eigentlich fast regelmäßig immer komplett durchgerutscht, ohne irgendwelche Trainer. Das will was heißen. Ich habe über 100 Leben verloren in der Amiga-Version. Wobei die Amiga-Version habe ich früher nicht gespielt, weil wir hatten das, Kumpel von mir hatte den C64. Ich hatte noch gar keinen eigenen Computer und wir haben immer die C64-Version gespielt. Ich weiß nicht, ob die schwieriger, einfacher ist. Vom Aussehen her sind die sehr, sehr identisch. Also heißt ja nicht, dass sie spielerisch auch gleich schwer sind. Also bei uns war es auch die C64-Variante und ich bin der Meinung, dass das, glaube ich, mit einer der leichtesten Bubble-Bobble-Versionen ist. Wir haben das Spiel aber auch wirklich akribisch gespielt. Also wir haben uns sogar auf Karo-Papier in den späteren Leveln die Bewegung der Monster so vornotiert, dass wir wussten, wer muss jetzt wie agieren. Und dann ist das ja auch sehr timingbasiert, das Spiel. Und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt, bis auf diese paar schweren Level. Ich kann jetzt leider nur aus der Erinnerung sprechen, weil ich war ja gestern nicht dabei. Ich glaube, das ist so ab Level 30, wenn dann diese Level kommen, wo dann die Monster in irgendwelchen Konstrukten so drin sind, so im Herzen oder irgendwie sowas gab es da irgendwie. Dann wurde es immer so ein bisschen schwerer, wenn man diese Eier, wo dann diese Raupe oder was das sein soll, dann da rausgeschossen kommt. Die fanden wir immer besonders schwer. Aber ansonsten habe ich an das Spiel eigentlich sehr, sehr, sehr positive Erinnerungen. Das hast du gut in Erinnerung. Genau dieser Herzlevel ist nämlich so der erste Level, bei dem man lernt, hey, da komme ich ja gar nicht selbst hin mit Bab und mit Bob, sondern genau, man muss diese Wasserblasen, das sind wohl Blasen, die sind mit Wasser gefüllt. Wenn du die Platten platzen lässt, dann reißt sich dieser Wasserstrahl so mit durch dieses Herz und nur so kannst du die Gegner da erwischen. Das ist der erste Level, wo du merkst, oh ja, Timing ist schwer, ne? Gehört ein bisschen Glück mit dazu und wenn du nicht schnell genug bist, dann kommt natürlich das Hurry up und das ist schnell der sichere Tod. Timing ist alles bei dem Spiel und später gibt es ja auch noch diese Level, wo dann der eine, die schafft man eigentlich auch gar nicht alleine, also meiner Meinung nach vernünftig alleine, weil dann
du brauchst halt einen Mitspieler, der die ganze Zeit da Blasen in die Welt pustet, damit du auf den Blasen nach oben springen kannst. Da gibt es sogar einige Level, wenn man da von Anfang an falsch springt, ist das ein Dead End. Da kommst du nicht mehr raus und da kommt auch kein Monster und bringt dich um. Dann hängst du da und das Spiel wird immer wilder und immer wilder. Ja, das hatten wir gestern nämlich auch. Da musst du warten, bis das Hurry abkommt und dieser eine Schädel da, der dich dann umbringt, damit du dann wieder von deiner Startposition startest. Wenn du in so ein Levelkonstrukt mitten in so ein Loch gesprungen bist, wo du eigentlich gar nicht hin solltest und nicht mehr rauskommst, keine Blasen machen kannst, weil die direkt platzen und auch sonst nicht rausspringen kannst, weil einfach die Hindernisse dann zu hoch sind. Ingo, hattest du das nicht geschafft an einer Stelle? Ja. Was ich auch ganz extrem fand, also ab Level 33, kann ich mich erinnern, da kamen die ersten Level, die wirklich schwerer wurden. Ganz hammermäßig waren die letzten drei Level, die waren unglaublich schwer. Und da haben wir auch einen Unterschied zwischen C64 und Amiga-Version gefunden, wo du in der Amiga-Version in etwas hineinfallen konntest, aus dem du nicht mehr herausgekommen bist, wo du dich dann auch, wo du einfach auch dann warten musstest, bis dieser Totenschädel kam, der Hurry Up, der dich umgebracht hat. Und beim C64 konntest du an der Stelle dann rausspringen, was bei der Amiga-Version nicht ging. Also die letzten drei Level waren wirklich hammerhart auf hammerhart auf hammerhart, aber auch, ich sag mal, letzte Viertel vielleicht des Spiels, da kommen immer wieder so Level, wo es echt teilweise reiner Zufall ist, ob du das überlebst. Du musst unten so einen Wasserstrahl mitnehmen, der dich durch so ein Level durchreißt. Daran kann ich mich erinnern, weil du keine Chance hast, sonst nach unten weiterzukommen. Du musst aber unten durch so ein Loch, damit du oben reinfällst, weil oben sind alle Gegner auf so einer Plattform. Ja, das heißt, so eine Blase platzen lassen, den Wasserstrahl mitnehmen und einfach nur Glück haben, dass du vom Timing her oben nicht in die Gegner gerätst. Weil du musst gelangst einmal kurz in diese riesen Gegnerwelle, musst sofort nach links springen, da ist ein erhöhter Punkt und da bist du sicher von den Gegnern. Aber da das Timing hinzukriegen, fand ich eigentlich unmöglich. Das war einfach nur Glück. Das fand ich dann halt ein bisschen gemein. Ich fand die Level aber sehr abwechslungsreich zum Teil. Es kam eigentlich immer wieder ein neues Element dazu und es hat wirklich eigentlich auch ganz Spaß gemacht. Vor allem, was ich auch gut fand, das waren immer diese Regenschirme, wo man dann so mehrere Level überspringen konnte. Das fand ich ein sehr gutes Element und wenn man das jetzt wieder neu durchspielt, dann kriegt man halt auch andere Level wieder vorgesetzt. Ja, nach diesen Regenschirmen habe ich ja gegiert und die waren wohl in der Amiga-Version wohl auch häufiger, ne? Ich hatte da ja bestimmt 4-5 Mal so einen Regenschirm, der jeweils zwischen 5 und, ich glaube, der höchste waren mal 7, was ich hatte, Level überspringt. Die waren schon sehr angenehm. Und da war ich immer glücklich, die ganzen Level dazwischen nicht machen zu müssen. Ja. Für mich aber das Ausschlaggebendste war, was ich ganz, ganz, ganz schlimm beim Bosskampf auch fand, war dieses Steuerungselement, wenn du dich im freien Fall befindest, dass du dann kaum noch dich nach rechts und links bewegen kannst, dass das nur ganz langsam geht. Da habe ich mich die ganzen 100 Level nicht dran gewöhnt. Und gerade beim Bosskampf, wo du wirklich erst nach oben springen musst, diese Fiole aufsammeln musst, damit du diese Blitzblasen machen kannst, wo dieser Schuss drin ist, dieser Blitz, und schnell nach oben springen, das ging ja noch, und dann nach unten. Und dann nicht schnell genug nach links und rechts ausweichen, dem Boss ausweichen zu können, da habe ich echt einen Hals gekriegt. Das hätten sie weglassen können. Da fände ich die Steuerung noch angenehmer. Also steuerungstechnisch, Rick Dangerous finde ich super. Da komme ich mit allem klar. Und bei Bubble Bobble, ich habe es immer gehasst, dass man sich wirklich nur noch ganz langsam Pixel für Pixelreihe nach rechts und links bewegen kann, während man im freien Fall ist. Das hat mich tierisch genervt. Das hat mich früher gar nicht genervt, aber jetzt war es das Erste, was mir aufgefallen war und das, was mich auch in die Verzweiflung getrieben hat, gen Ende. Hat da jemand von euch auch die Automatenversion gespielt? Weil das würde mich interessieren, ob das da vielleicht besser ist. Na, wir haben auf dich gehofft, Arne, aber du warst nicht da. Fast alle C64 und einer auf dem Amiga. Also kannst ich musste die C64er-Version spielen wegen der Musik, weil alles andere ging gar nicht bei mir. Das war, das war wirklich nötig bei mir. Also die Mister-Version, die kam ja jetzt gerade vor kurzem auch mit Musik raus. Also wenn man ja, aber ich brauchte die C64er-Musik. Ja, das war auch das erste Spiel, wo ich mir die Musik auf die Kopfhörer gelegt habe und dann das rauf und runter gehört habe. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe mir einen Longplay angeguckt von der Arcade-Version. Ne? Das Erste, was ich dachte, mein Gott, was für eine hässliche Musik, was für ein dummes Gedudel. Die Amiga-Musik finde ich jetzt auch nicht so doll, wenn ich Bubble Bobble spielen und hören muss, auch vor allen Dingen nur C64 und sonst gar nichts. Da kommt nichts sonst ran. Und das aber sagt die Melodie. Aber die Melodie ist doch gleich. Die gleiche, ja, genau. Die Melodie ist ja das Tolle eigentlich, finde ich. Also ich habe das jetzt nur mal auf Mister ausprobiert, da klang die jetzt auf dem Automaten auch nicht so schlecht. Also ein bisschen so nach MIDI ein bisschen.
Ich habe das aber damals wirklich rauf und runter gespielt auf dem C64 und die Erinnerung fand ich halt für mich sehr wichtig. Und ich hatte die Arcade-Version nie gespielt, also ich wusste auch nicht, was ich da verpasse. Und deswegen wollte ich einfach die C64-Version spielen. Nee, also ich bin jetzt auch kein... Ja, sag du. Nee, erst du. Ich bin auch kein Experte jetzt des Spiels, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Fehler, dass man so hängen bleibt in einem Level und auch diese Steuerung vielleicht beim Automaten etwas anders ist vielleicht, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das kann gut sein, dass das beim Konvertieren nicht ausgiebig getestet wurde, alle 99 Level, und dass dann teilweise solche leichten Konvertierungsfehler passiert sind. Was mich auch interessieren würde, ob beim Arcade-Automaten darauf geachtet wurde. Es gibt ja ein bestimmtes Extra, das war, glaube ich, so eine Glasflasche mit irgendeiner Flüssigkeit drin. Wenn man die nimmt, dann ist der Level erstmal beendet, alle Gegner verschwinden. Es erscheinen aber oben irgendwie Regenbögen oder Noten, wo man dann 30 Sekunden hat, diese einzusammeln. Aber je nach Level, da die immer ganz oben in dem Level erscheinen, hast du keine Chance, die einzusammeln. Ich hatte das in der Amiga-Version, da konnte ich alle Noten bis auf die in den ganz oberen linken und rechten Ecke einsammeln. Da hatte ich keine Chance ranzukommen, weil der vorhandene Levelaufbau es einfach nicht vorgesehen hat. Und ich glaube, der Ingo oder der Michael, ich weiß es nicht mehr, auf der C64-Version hatten auch ein Level, da gab es nur unten Plattformen, dann, der Rest des Levels war einfach leer. Und dann hat er das Bonuselement, diese Bonusflasche eingesammelt und oben erschienen die ganzen Noten. Er konnte aber keine einzige einsammeln, weil er keine Chance hatte ranzukommen, weil in dem Moment wird auch das Blasenerzeugen gesperrt. Ja, das hatte ich das Problem. Wir beide, der Michael hatte das und ich auch. Wir kamen halt gar nicht dran an die Blasen, weil wir hätten wahrscheinlich hochspringen müssen auf den Bubbles und ja, das ging halt nicht. Es ist ein Koop-Spiel, deswegen finde ich das auch so bezeichnend für die Zeit. Also für mich ist das einer der ganz, ganz großen Klassiker. Und da halt eben auch die C64-Version, weil der Sound ist halt eben, das ist halt wirklich dieser ganz typische C64-Sound durch den SID-Chip analog und der hat diesen gewissen Extra-Touch, den die ganzen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, polierten Soundversionen von der Arcade oder vom Amiga oder anderen Plattformen halt irgendwie nicht hat. So, Der Gameboy hat noch einen ähnlichen Sound. Es gibt ja auch Bubble Bobble für den Gameboy. Das klingt auch recht ähnlich. Aber dass dieser, genau wie du sagst, Ingo, dass dieser typische C64-Sound, der gehört bei mir bei dem Spiel einfach irgendwie dazu. Und diese Melodie ist, obwohl die eigentlich so simpel ist, ist halt eben, die wird nicht langweilig, die nervt auch nicht. Die kann ich stundenlang hören. Ja, das ist verrückt, weil eigentlich ist die ja ziemlich, die geht ja wirklich richtig ins Ohr. Die müsste total nerven, weil die ist auch recht kurz. Es gibt auch eine Stelle, so ein Item, was du also nimmst, und dann ändert sich ja die Musik. Und ich erinnere mich früher, da hatte ich das mit meinem Bruder, das hatte ich ständig, das hatte ich alle 3-4 Level. Und das hatte ich gestern ein einziges Mal und ich wusste gar nicht mehr, was das war. Du kannst dann halt die Gegner alle dann irgendwie fressen direkt. Also wenn die Musik sich ändert, dann weißt du, was ich meine, das Level. Ja. Das Item, ja. Und was natürlich zu zweit auch ein ganz großer Vorteil ist, du kannst die Items besser einsammeln. Du kannst ja doppelt so viele Items einsammeln. Und da hast du auch mehr Regenschirme und du kommst dann besser dran. Und dadurch kannst du halt auch die Level mehr skippen. Es ist ja auch von der Story halt eben her, also das Spiel hat ja auch eine Hintergrundstory. Und das ist ja halt eben auch, dass da halt eben, da sind zwei, die halt eben verzaubert worden sind und nicht einer. Und das ist halt eben bei dem Spiel auch ganz charakteristisch, dass du halt eben spezielle Level hast, die man kann ja, die funktionieren auch als Solo-Kampagne, sage ich jetzt mal so. Aber eigentlich sind sie für zwei Spieler ausgelegt. Genau was ihr sagt habt mit den Noten oben, da muss man das extra einsammeln und dann muss der andere wie bekloppt Blasen machen, weil man kann ja auch über die Blasen dann hochspringen, das geht. Man muss es nur halt richtig timen, das ist halt so schwer. Ja, natürlich, wenn einer dann bläst und der andere springt da drauf, das ist dann total einfach. Aber bei den Noten, zumindest im Einspielermodus, konntest du keine Blasen mehr erzeugen. Die Animation kam zwar, ja, soweit ich mich erinnere, aber keine Blasen mehr. Und wir haben einen neuen Gast, der Marcel, alias der Hass, der ist zu uns gestoßen vor kurzem. Hallo. Na, Ben. Hallo. Wir sprechen gerade über gestern über Bubble Bobble, damit du im Thema bist, wenn du auch was sagen möchtest. Genau, wir sprechen über Blasen. Dann kann ich aber überhaupt nichts zu beitragen. Kennt ihr das Lied von Fanny van Dunn? Da ist so eine Strophe, ich weiß nicht mehr, wie das Lied heißt. Da singt er so, wir blasen uns einen Luftballon auf. Und dann geht das immer so weiter. Wo ihr gerade vom Blasen redet, musste ich irgendwie an dieses Lied reden. Aber man braucht halt immer den Kontext. Alter Schmiede, das war lustig, geredet und das Niveau ist im Arsch. Der Marcel, der hat ja teilweise dann so Dinge beschrieben halt vom Spiel. Und wenn du das jetzt einfach nur die Autospur rausschneiden würdest, ja, und
jemanden vorspielst, der meint ja auch, was machen wir denn da für eine Sauerei? Ja. Ja, deswegen hieß mein zweiter Counter auch Blasen geblasen und nicht Geblasen. Ja, ja. Was ist das denn eigentlich? Sind das Seifenblasen oder Luftballons? Also das kann ich immer noch nicht so richtig unterscheiden. Ich glaube Kaugummiblasen, oder? Also ich wusste auch gar nicht, dass es eine Geschichte gibt da. Ich dachte mal, das wäre so eine Art Seifenblasen. Habt ihr denn auch immer an die Wand geblasen? Weil damit kriegt man ja extra Punkte, ja. Das weiß ich noch. Haben wir? Oh, nee, ey. Ja doch, also wenn wir gespielt haben und die Monster waren tot, dann haben wir immer an die Wände geblasen. Und jede Blase, die zerspringt, gibt einem ja irgendwie 10 Punkte oder 50 oder so. Das wusste ich gar nicht. Dann konnte man Punkte scheffeln so. Weil ich hatte so viele Punkte am Schluss, also das war mir dann auch egal. Was anderes, was mir noch einfällt, war, da gabst du ein Level etwas später. Da waren so vertikale Schächte. Und wenn man in so einen Schacht gefallen ist, dann kam ich nicht mehr raus. Ja, ja, das gab's da irgendeinen Trick, oder? Ja, der Trick war zu warten, bis halt dann diese Supermonster kam und sich dann vielleicht irgendwann auffrisst. Weil es gibt einige Stellen, wo du dann wirklich reinspringst, ja, und dann war's das, da kommst du nicht raus. Und da kannst du dich auch nicht hochblasen, also das geht auch nicht. Das würde ich gerne auf dem Automaten nochmal testen, ob das da auch so war, weil vielleicht war das Hochspringen auf Blasen beim Automaten vielleicht etwas leichter als in den Heimcomputer-Versionen, dass das da also auch noch ging. Ich glaube, ich muss die auch mal ausprobieren, die Version, weil ich habe jetzt wieder Bock auf das Spiel, es hat mir so einen Spaß gemacht und ich kann mir das auch mal vorstellen, wieder zu spielen. Also auch die verschiedenen Versionen zu vergleichen wäre cool, weil die Programmierer ja damals bei den Heimversionen das so mehr nach Gehör sozusagen programmiert haben, also nach Gefühl, die hatten ja den originalen Source-Code nicht. Und mussten das dann immer so mit Videos und so nachprogrammieren. Und mir ist mal auch mal was aufgefallen, wie komplex das eigentlich ist bei Bubble Bobble, wie die Blasen sich so rumfliegen in den Levels. Das ist, glaube ich, so irgendwie bei jedem Level anders vorprogrammiert. Also, dass in manchen Level die Blasen eben nach oben gehen und so komische Pfade immer gehen. Das ist in jedem Level anders und das kann man eigentlich auch nur durch Ausprobieren rausfinden, wo die Pfade sind, auf denen die Blasen sich sozusagen bewegen. Das finde ich auch ganz interessant. Also, ja. In einzelnen Leveln fliegen die nämlich auch gar nicht nach oben, da ist das dann gesperrt. Da bläst du so eine Blase und die bleibt unten bestehen. Ja. In dem Level, der Jump heißt, wo auch oben der Schriftzug Jump ist. Das ist der erste Level, wo ihm aufgefallen ist, hey, wieso verhalten sich die Blasen hier denn jetzt anders? Warum steigen die nicht mehr nach oben? Ja, weil es in dem Level nicht vorgesehen ist. Du sollst da kennenlernen, dass du auf die Blase springen musst, sonst kannst du den Level nämlich nicht lösen, weil du nicht an die Gegner kommst. Ja, und in der modernen Version, also es gibt ja so eine Neuauflage, auf der Switch, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Also, da ist auch das alte Bubble Bobble drin, aber auch neues. Ich glaube, irgendwas mit 4, Bubble for You oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, irgendwie hat das, glaube ich, eine 4 im Namen. Da kann man so eine moderne Version von Bubble Bobble spielen mit 4 Spielern. Und in der modernen Version, da kann man sich diese Windströme auch anzeigen lassen mit so Pfeilen. Also, da kann man sich sozusagen als Hint sozusagen, das Einstehen in den Options, das im Hintergrund angezeigt wird mit so Pfeilen, wo die Pfade der Blasen sind. Und ich glaube auch beim alten Bubble Bobble, da müssen die Level-Designer noch so eine Art extra Ebene gehabt haben, wo sie die sozusagen den Wind bestimmen, wo die Blasen hingeweht werden. Manchmal werden die Blasen ja auch nach unten fallen, manchmal werden sie nach oben fallen, das ist halt immer verschieden. Also ja, es ist schon genial, es ist einfach genial. Und natürlich gab es manche, ich weiß noch früher, es gab manche Level, die waren total schwierig und dann hat man immer gehofft, dass man einen Regenschirm kriegt, um genau diesen einen fiesen Level oder so zu überspringen, weil dann, ja, dann wurde es auch dann wieder leichter und dann wieder schwerer und so. Vor allem, es gibt ja so viele Extras bei dem Spiel, da gibt es ständig was zu entdecken. Und auch so, es gibt ja auch diese Extras in groß, ne? Also es gibt ja so, sagen wir mal, Melonen, Bananen, diese ganzen Tausenden von Extras finde ich auch so toll. Und manchmal fliegt ja auch irgendwie so eine Riesenbanane dann mit einmal runter oder so in die Mitte des Bildes. Ich weiß nicht genau, wann das passiert, aber das fand ich auch mal total toll, dass es auch diese Riesen-Extras gibt oder so ein Riesendiamant oder so erscheint dann mit einmal. Ich hatte in den ganzen 100 Leveln hatte ich ein einziges Mal einen Riesendiamanten. Und das relativ am Anfang, ja. Aber der ist auch heftig, weil der gibt einem irgendwie 50.000 oder so. Ja. Mhm. Ich glaube, beim Automaten hat das auch jemand mal auseinanderklamüsert, wie das funktioniert, wann die Extras erscheinen. Und das hat irgendwie damit zu tun mit so einem Timer. Da läuft irgendwie immer so ein Sekundentimer ab. Und das ist also kein echter Zufallsgenerator, sondern es ist alles mit diesen Zeiten programmiert, glaube ich. Also irgendwer hat das mal im Podcast erklärt, daher weiß ich das auch. Ich glaube, bei Stay Forever haben sie sich das mal ganz genau angeschaut, wie das funktioniert oder so. In einer der frühen Stay Forever-Folgen. Und da haben sie irgendwas erzählt, dass das mit so einem Sekundentimer läuft. Und dann je nachdem, was die letzte Ziffer des Timer ist, wenn man dann ein Monster erledigt, dann kommt halt ein bestimmtes Extra raus, ein Diamant oder so. Es ist alles ganz relativ kompliziert und wurde natürlich auch in den Heimumsetzungen dann ganz anders programmiert als im Automaten. Also.
Ja, weil die wenigsten wohl Zugriff auf die Quelltexte hatten. Ne? Ja, ja. Oft war es ja damals so, nach dem Motto, hier, kümmere dich selber drum. Wenn die Programmierer Glück hatten, hier hast du den Automaten, mach was draus. Aber oft war es halt nur, die mussten das selber spielen. Vielleicht konnten sie es aufzeichnen auf VHS und haben sich das dann da angeguckt, abgeguckt und dann entsprechend selber programmiert. Und klar, dass du dann hinter solche Logiken nicht wirklich kommst, wenn du das gar nicht nachvollziehen kannst, wann dann jetzt genau das eine erscheint und wann das andere erscheint. Genau. Habt ihr denn auch mal dieses komische Extend da, diese Buchstaben alle gesammelt? Was passiert denn dann nochmal? Dann ist es wie ein Level-Skip. Ah. Der Patrick sagt, es gibt auch noch ein Extra-Leben. Also der Level wird dann abgeschlossen. Das hatten wir alle in Level 99, ne? Genau. Alle drei, die durchgespielt haben. Weil du kommst da gar nicht auf die andere Seite rüber. Hatten in Level 99, nachdem du diese erste Steigung da, dieses erstes nach oben kommen geschafft hast, in dem linken Bereich des Levels, wo du als Spieler 1 startest. Du musst erst die Blasen machen, die ausnutzen, dass du nach oben kommst. Dann musst du aufpassen, dass nicht, wie es mir passiert ist, du in diesen zweiten Schacht fällst, wo du aus der Amiga-Version nicht mehr rauskommst, weil du kannst dich nicht mehr nach rechts und links bewegen. Um keinen einzigen Pixel. Du kannst dich nur noch drehen nach rechts und links. Und genau deswegen kannst du auch keine Blasen machen. Du kannst nicht rausspringen, weil es zu hoch ist. Also musst du mich einmal dann töten lassen durch diesen Hurry-Up-Totenkopf. Und beim zweiten Versuch bin ich dann nicht reingefallen, weil ich wusste, ich darf da nicht reinfallen. Dann gibt es noch einen dritten Schacht, über den noch drüber, dann musst du wieder Blasen machen, damit du nach oben kommst. Und da ist es bei uns allen dreien passiert, da oben tummeln sich irgendwelche Extras und Buchstaben. Das konnte man aber so gar nicht erkennen, weil es auch ein ganz, ganz enger Bereich ist. Und alle drei, zu dem Zeitpunkt, als wir da reingesprungen sind, war bei allen dreien auf magische Weise das Extent voll. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Aber alle drei, die es durchgespielt haben, bei allen drei ist genau dasselbe passiert, an dieser exakt derselben Stelle, in diesem Level. Also auch bei Amiga und C64, also bei beiden Versionen auch? Ja. Naja, witzig. Habt ihr auch diese komischen geheimen Türen? Ich dachte, beim Endgegner oder irgendwo gibt es so eine geheime Tür, die erscheint, wenn man irgendwas Bestimmtes macht. Ich kann mich noch vage an so einen Screenshot erinnern, mit so einer Tür, die erscheint. Da kann man durch die Tür gehen in irgendeinen anderen Raum oder so. Wir waren froh, als wir den Endgegner dann besiegt haben. Der war nervig genug. Wir haben später dann noch einen Longplay angeguckt von einem Arcade-Automaten, zum Gucken auch mal, wie der aussieht, weil sonst niemand die Arcade-Version gespielt hat. Und wir waren froh, dass wir es durchgespielt haben. Am Arcade-Automaten, der war ja ganz cool und lässig, weil du musst auch den Boss-Gegner, den Endgegner, in so einer Blase fangen. Und dann wie jeden normalen Gegner auch musst du diese Blase platzen lassen, damit du ihn endgültig besiegst. Du kannst beim Endgegner, wenn du ganz hart drauf bist, den aber auch einfach abwarten, bis die Blase halt von sich aus platzt, ist der Endgegner nicht besiegt, dann kommt er in die zweite Stufe. Auf dem Arcade-Automaten wechselt dann die Farbe von grün nach rot und er bewegt sich viel, viel, viel schneller über den Bildschirm. Es wird also noch mal schwieriger. Aber wir waren alle drei froh, dass wir den dann in der Blase hatten und haben dann schnell noch die Blase direkt platzen lassen, dann ist er direkt besiegt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auf dem höheren Schwierigkeitsgrad dann in der zweiten Stufe des Bosskampfes, wie lange das noch hätte gedauert. Da hätte ich auch wirklich keinen Bock mehr drauf gehabt. Also ich habe gerade noch mal im Lach gelesen, weil ich hatte irgendwas in Erinnerung zum Endgegner. Und es ist wirklich so, also wenn man das Spiel als Singleplayer spielt und ist im 100. Level, das Spiel hat ja 100 Level, das dann mit dem Bosskampf, dann gibt es eine Nachricht von wegen, das Spiel ist noch nicht wirklich zu Ende und komm bitte mit einem Freund zurück. Weil wenn man das Spiel zu zweit beendet, dann gibt es eine Endsequenz, wo die beiden, das sind ja zwei Brüder, Bob und Bob sind ja zwei Brüder, die zwei Menschen, die in Dinosaurier verwandelt worden sind. Die werden dann wieder zurückverwandelt und sie haben dann beide ihre Freundinnen, das ist ja das Ziel des Spiels, weil die Freundinnen sind weg. Deswegen müssen sie halt eben diese 100 Level überstehen, um ihre Freundinnen zu befreien. Und dann werden die zurückverwandelt von den Dinosauriern wieder in Menschen und dann gibt es eine Endsequenz mit den beiden Mädels. Und dazu bekommt man noch einen Code, den man eingeben kann. Und das ist der sogenannte Supermode. Dann ist das Spiel schneller und härter. Und wenn man das dann nochmal zu zweit durchspielt, dann gibt es einen zweiten Code, der sich nennt Superdrunk. Das ist wahrscheinlich dann nochmal extrem schneller und härter. Und wenn man das dann in dem Modus zu Ende spielt, dann ist die Endsequenz folgendermaßen. Der Endboss sind
eigentlich die Eltern der beiden, die unter Einfluss einer bösen Macht gestanden haben. Und die werden dann auch wieder zurückverwandelt. Und dann sind zum Schluss die beiden Jungs, die beiden Brüder halt wieder in Menschen verwandelt. Ihre Freundinnen sind da und ihre Eltern. Nein, das ist ja da irre. Möchte ich mal ein Video von sehen, weil in der Amiga-Version ist das definitiv nicht so. Ich habe einen Longplayer angeguckt über einen Zweispieler-Modus, da kommt dasselbe Ende wie im Einspieler-Modus. Das ist genau gleich. Das ist wahrscheinlich im Arcade-Automaten, so kann das sein. Bestimmt, ja, könnte ich mir vorstellen. Also ich habe hier auch gerade bei Strategy Wiki was gesehen, dass angeblich kommen diese Geheimtüren zu den Geheimräumen, die kommen, wenn man bis von Level 1 bis in 20 kommt, ohne ein Leben zu verlieren. Und dann, wenn man bis in Level 30 kommt, ohne ein Leben zu verlieren. Und wenn man bis in Level 40 kommt, ohne ein Leben zu verlieren. Also in 20, 30 und 40 erscheinen dann so Geheimtüren. Haben wir doch alle geschafft. Ohne ein Leben zu verlieren, da hinkommen. Zumindest beim Automaten. Ich glaube, bis Level 3 hatte ich schon 4 Leben verloren. Und in diesen Geheimräumen sind dann auch so kryptische, kodierte Nachrichten, die man dann so dekodieren kann. Das sind so Runen, die kann man dann wieder übersetzen. Und diese drei Nachrichten erklären einem genau das, was der Danny da gerade gesagt hat. Dass es also diesen Super-Drunk-Mode gibt und dass man zu zweit spielen muss, wenn man menschlich werden will. Und das alles wird einem da so erklärt. In diesen Geheimräumen. Es ist echt Wahnsinn, was da alles gemacht wurde. Es gab doch auch irgendeine Version, die hatte mehr als 100 Level, oder? War das die Atari-Version? Atari ST oder so? Oder NES oder irgendeine Version hatte, glaube ich, 20 Level mehr oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann sein, aber ich glaube, das war dann dieses Bubble Bobble Part 2, weil es gab ja wahnsinnig viele Sequels dazu. Ich kann ja mal eben kurz die Liste vorlesen. Also der offizielle Nachfolger von Bubble Bobble ist ja das Rainbow Islands. Das heißt ja auch Rainbow Islands, The Story of Bubble Bobble im Originaltitel. Auch ein Hammer-Spiel. Dann gab es nochmal ein Rainbow Islands Extra Version. Dann Parasol Stars, basiert ja auch auf Bubble Bobble. Dann gab es 1993 das Bubble Bobble Part 2 fürs NES und für den Game Boy. Dann gab es ein offizielles Bubble Bobble 2. Das war wohl, war eine Arcade. Gab es auch für den Sega Saturn in Japan. Dann gab es Bubble Memories, The Story of Bubble Bobble 3. Auch in der Arcade. Ah, ja. Das kenne ich auch. Dann gab es Pecky's Treasures. Pecky's Treasure Slot, das ist wahrscheinlich irgendeine so eine Slot-Maschine oder sowas. Dann gab es auch ein Bubble Roulette, das kann ich nie aussprechen, das ist irgendwas Japanisches. Das probiere ich gar nicht. Bublen no Kuru Kuru Jump, irgendwas Japanisches. Dann gab es ein Rainbow Islands Puffy's Party 2000 für den Bandai Wonderswan. Bubble Bubble EX, also Extended nehme ich an, heißt das. Ich glaube auch für die Arcade. Dann gab es Bubble Bobble Old and New, ein Remake 2002 für den Game Boy Advance. Bubble Bobble Revolution 2005 für das Nintendo DS. Rainbow Islands Revolution auch für das Nintendo DS. Und gleich kommen die Smartphone-Spiele. Nein, Bubble Bobble Evolution für die PlayStation Portable. Rainbow Islands Evolution für die PlayStation Portable. Bubble Bobble Plus für die Nintendo Wii und Xbox Live Arcade, also Xbox 360 ist das dann. Dann gab es Rainbow Islands Towering Adventure für die Wii und Xbox Live. Jetzt kämen dann die Mobile-Sachen, die lassen wir mal weg. Und das Letzte, was Arne vorhin auch schon erwähnte, das nennt sich Bubble Bobble for Friends. Das ist für die Nintendo Switch. Ja, da ist auch das Originale, die Arcade-Version dabei. Ich glaube, so emuliert. Aber dieses Neue gefällt mir nicht so gut. Also das ist jetzt auch ganz nett, aber es hat irgendwie nicht es spielt sich einfach anders, weil da sind ganz viele Plattformen, die meisten Plattformen dort, da kann man nicht mehr von unten durchspringen. Und das war gerade das Tolle beim Alten, dass man durch alle Plattformen immer von unten auch so durchspringen konnte. Ich habe eben noch mal geschaut, also es ist wohl wirklich so die NES-Version von Bubble Bobble 1. Die hat wohl 13 Level mehr, nicht 20. Also da geht's bis 113. Und die hat auch den Super Drunk Mode. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt. Ich habe zwar jetzt drei Links in den Chat auch schon geputzt, wo man das Ende dann davon sieht. Die Arcade-Version hat es aber auch. Schaue ich gerade mal. Also eins, was wir damals genauso viel gespielt haben wie Bubble Bobble, war natürlich Rainbow Islands auf dem Amiga. Das war auch eine super Umsetzung. Das konnte man zwar nur alleine spielen, aber das hatte auch so viel zum Entdecken mit diesen Regen. Da macht man ja immer so Regenbögen und bewegt sich von unten nach oben, so durch so scrollende Level. Und da gab es auch so 1000 Regeln, wie das alles funktionierte. Also wenn man mit dem Regenbogen
sozusagen die Gegner nicht direkt erledigt hat, sondern so die Regenbogen über die Gegner gezaubert hat und dann den Regenbogen zerbrochen hat, dass er auf die Gegner fällt, dann kamen aus den Gegnern eben diese ganzen Diamanten raus. Und dann musste man diese Diamanten halt irgendwie auch alle sammeln und auch, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts sammeln. Und dann bekam man irgendwelche Extra-Leben oder irgendwelche Bonus-Level und so. Also es war auch total komplex, wie das da mit diesen ganzen Extras gelöst wurde bei Rainbow Isles. Das konnte man auch verstehen. Also zum Beispiel ein violetter Diamant erschien immer, wenn ein Gegner durch einen runterfallenden Regenbogen erledigt wurde und am rechten Rand des Bildschirms starb. Und am linken Rand kam dann eben der gelbe oder grüne Diamant. Und das war wirklich also echt komplex für so ein Jump'n'Run. Aber die Endgegner waren für mich immer zu hart. Also bei Rainbow Islands, die Endgegner waren so derartig krass schnell und schwierig. Ich erinnere mich noch an Dracula da, dieser süße, niedliche Dracula-Endgegner im dritten Level oder so. Der war so schwer. Naja. Also Rainbow Islands und dann Parasol Stars haben wir auch auf dem Amiga sehr viel gespielt, ich und mein Bruder. Das war eigentlich auch super. Obwohl es war jetzt eher wieder so wie Bubble Bobble, also ohne Squalling. Aber da musste man immer mit so Regenschirmen irgendwie kämpfen. Das war auch ganz merkwürdig. Übrigens, Rainbow Islands squallt auf dem Automaten auch flüssig, wenn man es auf MAME spielt. Auf dem Amiga hat es etwas geruckelt, leider. Habt ihr diese anderen Teile auch gespielt oder nur das Original immer? Also Bubble Bobble 1? Wir haben alle das Original gespielt. Ja, und Rainbow Islands aber auch. Ja, definitiv. Achso, ich dachte, du meinst jetzt gestern am Videostammtisch. Nee, ich meine allgemein so, also früher, als das Rainbow Islands hat ja auch so tolle Tests bekommen. Ich weiß auch nicht warum, das hat so unglaublich gute Tests überall bekommen. In der Powerplay und so, glaube ich. Das wurde echt so gehypt. Und es war ja auch irgendwie ziemlich gut. Obwohl es eigentlich auf den ersten Blick auch ziemlich öde aussieht. Also wenn man so die Screenshots sieht von Rainbow Islands, so toll sieht das gar nicht aus. Aber spielerisch macht es halt voll Laune. Was habt ihr danach gespielt? Kam da noch was bei Amiga Live? Habt ihr das auch wieder ausprobiert, oder? Bratwurst. Ah, Bratwurst. Und, was sagst du? Wie gefällt's? Naja, alle auf grün, sag ich nur. Also man sollte sagen, Bratwurst ist ja sowas ähnliches wie Mayhem, wo man mit so Raumschiffen, so ähnlich wie Thrust, also die Raumschiffe, die fallen immer mit Gravitation nach unten und man muss sich dann gegenseitig erschießen, aber gleichzeitig aufpassen, dass man halt nicht in die Wände crasht irgendwie. Genau, das Interessante ist, du hast verschiedene Raumschiffe zur Auswahl, von ganz schnellen, kleinen, wendigen, mit mäßiger Bewaffnung bis hin zu so Sternenkreuzern, die sehr träge reagieren, aber eine massive Bewaffnung haben. Und für jeden gibt es dann ein passendes Raumschiff. Ich brauchte für mich, habe mich dann am Ende dann für so einen schnellen, mit einem mäßigen Schuss entschieden. Da kam ich am besten mit klar. Mit den wirklich dicken Dingern oder mit diesem Batwing, den es da gibt, wo man vorne und hinten nicht unterscheiden kann, der war für mich eine Katastrophe. Ich bin so oft einfach falsch rum dann geflogen, in die Wand geflogen, dass ich kaputt gegangen bin. Nee, der war einfach zu symmetrisch in beide Richtungen. Ein rundes Etwas. Ja, und das Tolle war bei dem Spiel, das hatte Vektorgrafik, das hat immer so automatisch rein und raus gezoomt. Wenn du dann zu zweit am Ende übrig bliebst und nah aneinander warst, dann waren die Raumschiffe mit einmal so riesengroß. Weil es dann eben so rangezoomt hat. Und wenn man zu viert gekämpft hat und ganz weit voneinander weg war, dann hat es immer so ganz weit rausgezoomt. Dann sah man sich nur noch in ganz klein irgendwie. Ziemlich cool gemacht eigentlich für so ein PD-Spiel. So, also der Super Drunk Mode von der Arcade ist echt schwierig zu finden. Es scheint gar nicht so allgemein bekannt zu sein, so großartig, dass es diesen Modus überhaupt gibt. Ich habe wirklich nur Schnipsel jetzt gefunden. Die Links gibt es alle im Chat zu den Videos. Sie gehen meistens nur 3, 4, 5, 6, 7 Minuten, weil wirklich nur der Bosskampf und das Ende dann gezeigt wird, wenn überhaupt. Hat das Bubble Bobble eigentlich Zwischengegner oder gibt es wirklich nur einen Endgegner? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder gibt es noch einen in Level 50 oder so? Nee, es gibt wirklich nur den Bossgegner. Und dazwischen gibt es halt immer mal wieder neue Gegner und gegen Ende hast du oft schon viele dieser, wir haben sie Space Invaders Gegner getauft. Weil die teilweise ganz schnell von links nach rechts oder halt wie bei Space Invaders immer näher auf dich zugekommen sind und dabei auch auf dich geschossen haben. Original aus Space Invaders geklaut. Die waren teilweise dann schon echt fies, weil die sich wirklich auch dann nach unten durch alle Wände, durch alles durchschießen konnten. Ja, und das Bratwurst, das war auch wieder recht kurzweilig. Ich glaube, der Patrick hatte schon den Schnitt von Bratwurst hochgeladen. Das waren 4 Stunden mal eben. Also wir hatten wieder ein bisschen Spaß, kann man behaupten. Und wir begrüßen den Oliver, alias Veto, VO bei uns begrüßen. Hallo. Hallo, Oliver. Marcel, wie lange habt ihr gestern noch gespielt mit dem Bratwurst? Weil ich hatte da Bis zum Ende. Ich hatte da richtig Steuerungsprobleme. Oh, darf ich mal ganz kurz fragen, wie ist das hier mit dem Ton? Weil nämlich gerade der Ingo ist mega laut. Echt? Ja. Bin ich wirklich laut?
Du übertönst alle. Aber so wie immer, würde ich jetzt sagen. Weiß ich nicht, bei mir kommt richtig volles Met an. Also ihr seid eigentlich alle recht normal von der Lautstärke her und Ingo ist irgendwie das Doppelte. Ja, tatsächlich. Warte, besser? Eins besser. Ja, das, besser. Der Regler hat sich halt verstellt. Das tut mir leid. Also da ist irgendwas, das ist ganz komisch manchmal, dass ich da vor dem Rode Mikrofon einfach die Lautstärke da per Geisterhand immer auf 100% stellt. Hast du Haustiere? Nein, nee, das passiert nicht, mir aber, auch. Das passiert ja auch. Also das verstehe ich einfach nicht. Das ist also ziemlich nervig. Ich hatte ja auch mal einmal einen Top-3-Talk aufgenommen und da war plötzlich auch das interne Mikrofon dann aktiviert. Das habe ich nicht gemerkt. Ihr habt den normalen, Tripod, der dabei ist. Ne? Ich habe extra nicht Ständer gesagt. Nee, ich habe einen Hängeständer. Also. Stängel. Das wurde mir zweimal gefallen. Yes. Ich weiß, warum das ist, glaube ich, Ingo. Weil das kommt, wenn du Skype oder Zoom oder sowas startest. Dann wird das immer angepasst, dieser Regler. Und da muss man immer wieder aufpassen bei macOS. Ich nutze es nicht. Aber achso, ich nutze Zoom. Das kann genau, sein. Zoom macht das auch. Also ganz viele Programme schalten das dann automatisch um. Ach, und ja. Ich benutze jetzt immer 36, das, was du mal empfohlen hast, dieses 63 oder 62%. Das geht eigentlich ganz gut. Also ich war noch bei den Hardware-Reglern. Deswegen dachte ich mit den Haustieren, dass die da rankommen. Ihr meint wirklich in der Software. Okay. Ja, ich habe jetzt also so auf 72% geschaltet. Das geht ganz gut. Also ich merke es auch, da ärgere ich mich jedes Mal darüber, wenn ich den Top-3-Talk aufnehme und stelle dann fest irgendwie, dann ist der dann auf 100%, weil es übersteuert dann sehr schnell. Und es ist dann auch nicht schön. Nur es gibt ja auch dann diese automatische Anpassung von der Lautstärke und die sollte das eigentlich kompensieren. Aber ich glaube, die habe ich aus. Also der letzte Stammtisch, der war auch ganz schwer zu hören, weil wir waren wirklich alle komplett unterschiedlich laut auf einmal. Das war beim letzten Stammtisch. Aber wir waren auf der ähnlichen Lautstärke, habe ich das Gefühl gehabt. Und ja, ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich die Lautstärke hier bei TeamSpeak beeinflussen kann. Und der, Nee, wie gesagt, also ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich bei TeamSpeak meine Lautstärke beeinflussen kann. Aber ich kann es jetzt hören. Ihr klingt jetzt bei mir alle zumindest gleich laut. Also das kann ich bestätigen. Ja, und im letzten Stammtisch war ich nämlich total leise und ich weiß nicht, woran das lag. Aber es kann ja auch sein, ich habe jetzt meinen neuen Router und vielleicht klinge ich deshalb irgendwie auch lauter. Das ist, glaube ich, weniger. Nee, das nicht. Aber ich habe ja jetzt diese Fritzbox irgendwie zur Miete. Und, das war noch ganz, das muss ich mal erzählen. Und zwar, ich habe ja das Speedport 3 Smart gehabt. Und ich hatte da irgendwie immer Disconnects. Und habe ich mal angerufen. Und da meinte ein Telekom-Techniker, ja, es liegt am Chipsatz. Weil es gibt irgendwie scheinbar mit manchen Leitungen Inkompatibilitäten. Und dann gibt es halt irgendwie diese SIG-Term-Disconnects, heißen die, keine Ahnung. Das kann ich bestätigen, dass es da zwischen verschiedenen Chipsätzen Probleme gibt. Das hat auch AVM in Changelog bei der 7390 Fritzbox explizit geschrieben, weil ich genau so eine Konstellation habe zwischen Broadcom-Chipsatz und dem Modem in der Fritzbox. Das hat sich jetzt aber in den letzten Monaten wirklich getan, vielleicht auch, weil auf der Broadcom-Seite oder der Telekom-Seite auch noch Firmware-Updates gemacht worden sind. Seitdem läuft es wirklich, wirklich gut. Ja, und ich habe jetzt so eine Fritzbox, ich glaube die 7,95 zur Miete für 8 Euro im Monat, das ist schweineviel Geld, weil ich hätte es mir eigentlich auch gekauft, allerdings habe ich jetzt den Vorteil, dass sie zur Miete ist und wenn sie kaputt geht, dann habe ich direkt einen Austausch und vor allem, wenn es dann halt auch so Kompatibilitätsprobleme gibt, ja, dann ist man ja auch ganz gut, dann hat dann zumindest einen Kundenservice, mit dem man dann halt auch was austauschen kann, weil also mit Kaufmodems, ja, also wenn es jetzt funktioniert, und dann kann ich nach einem Jahr mir vielleicht mal eine kaufen. Aber es hat halt Vor- und Nachteile. Ich habe noch was gefunden, weil Oliver sagte, wegen der Lautstärkeanpassung. Vielleicht ist es das, weil mir ist das bisher nie wirklich aufgefallen. Ihr könnt ja mal alle kurz schauen in den Extras-Optionen bei TeamSpeak. Unter Wiedergabe-Optionen. Da gibt es eine Option, da habe ich bei mir das Häkchen gesetzt. Das ist also an automatische Lautstärkeanpassung. Nee, die ist bei mir aus. Die ist aus. Aus Gründen, weil wenn ich hier vergesse, das Mikro auszuschalten, wird hier sonst alles, was in der Umgebung ist, total laut. Und das wundert mich nämlich, weil das nämlich unter einer Wiedergabeoption ist. Weil das bei dir, da hätte ich verstanden, wenn es unter Aufnahmeoptionen wäre, weißt du? Weil wenn das da richtig einsortiert ist, bezieht sich das auf die Wiedergabe. Ja. Das heißt, ihr kommt bei mir alle gleich laut an. Ja, ich habe das auch angehabt. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass ihr unterschiedlich laut seid. Ach, und dann kann es natürlich sein, je nachdem, welche Version der Patrick da nimmt später, wenn jemand das nicht eingeschaltet hat, ja, dann ist es natürlich irgendwo zerhackstückelt. Also nur als Tipp könnt ihr ja dann mal ausprobieren beim nächsten Mal oder so. Also ich habe es absichtlich jetzt abgeschaltet, weil ich habe damit nur Probleme gehabt. Ach, und dann wahrscheinlich hörst du wirklich die Leute auch unterschiedlich. Ja.
Ich habe es gerade ausgeschaltet bei mir. Jetzt ist Oliver zu leise, Marcel ist auch etwas leise und Ingo ist laut. Ja, und jetzt daran liegt das. Gerne, wie ich das lauter stellen kann über die Software. Das, aber dann das, sollte eigentlich der Stream, der dann später verarbeitet werden muss, der muss dann eigentlich diese Lautstärkeanpassung haben. Ansonsten ist es nicht zu gebrauchen. Nee, das macht er nicht. Das schafft Patrick nicht. Das schafft Patrick zeitlich nicht. Ja, zumindest, er kann das ja nicht dann aussuchen. Das ist ein Problem. Wir können das nächste Woche ja einfach nochmal testen. Ich würde jetzt ungern, während die Aufnahme läuft, die Option bei mir einfach ändern. Einfach nur damit, wenn irgendwas passiert oder so. Ja, du hörst es aber, es wird aber trotzdem anders aufgenommen. Ach so. Diese Option ist nur, wie es wiedergegeben wird, nicht wie es aufgenommen wird, glaube ich. Die Aufnahme habe ich mir danach nie nochmal so im Detail angehört, klar. Müsste ich mal schauen, aber okay. Es gibt auch gar keine Aufnahmeoption. Es gibt nur Wiedergabeoption. Ich finde, deswegen hatte ich das, ich habe das Patrick letztens auch gesagt, weil in jeder Software ist es anders. Und ich habe jetzt hier im Prinzip so, weil ich kann nicht an meiner Hardware irgendwie großartig was rumstellen, was in allen Anwendungen funktioniert, nur in TeamSpeak nicht. Ne? Also es muss irgendwie eine Option hier geben, dass ich das über TeamSpeak lauter stellen kann mit der Aufnahme. Kannst du nicht bei den Mikrofonoptionen unter Windows da so eine Prozentanzeige? Nein. Ich habe verschiedene Sachen und unter anderem auch wegen dem Job. Das ist alles darauf perfekt abgestimmt. Das muss, wenn, über TeamSpeak gehen. Ja, und TeamSpeak sieht das nämlich nicht vor, soweit ich weiß, da einen eigenen Pegel noch einzustellen. Ja, das ist schade, weil ihr seid jetzt wirklich leise. Ich mache jetzt bei mir also diese Option wieder an. Aber es wäre schön, wenn man dann vielleicht doch den Stammtisch durch so einen Leveler irgendwie doch senden würde, bevor es gepostet wird, weil es ist wirklich schwer zu hören inzwischen. Der Leveler, der ist halt... Weil es eine Spur ist. Dazu bräuchtest du eine Multispuraufnahme. Und die haben uns bei TeamSpeak noch nicht getraut. Das war ja auch irgendwann, seit einem Dreivierteljahr gibt es die Funktion erst, dass du Multitrack aufnehmen kannst. Plus, da läuft auch oft die Gefahr, dass die asynchron werden. Und das ist natürlich dann eine ganz große Katastrophe. Ich könnte es mal bei mir durch den Isotop laufen lassen. Der Haken ist nur, für 7 Stunden Aufnahme braucht ihr dann ungefähr 4-5 Stunden. Und das ist halt dann, gut, man muss es über Nacht laufen lassen. Also dann geht es auf jeden Fall nicht mehr am nächsten Morgen zu Patrick raus, dann dauert es dann halt irgendwie länger. Aber Auphonic macht das auch, dass der die Stimmen selbst bei einer einzelnen Spur alles anpasst, glaube ich. Ja, Auphonic kostet natürlich Geld. Das ist halt, Isotope, da habe ich halt eine Lizenz und das wäre halt zumindest kostenlos, brauche halt noch Rechenzeit. Und war das nicht auch so, dass bei Auphonic das auch nicht so zuverlässig war? Da gab es auch Probleme, als das mit Retro-Kompott mal benutzt wurde. Natürlich, also das ist ja auch dann automatisiert und theoretisch bräuchtest du ja eigentlich auch für jedes Soundfile ein eigenes Setup. Das kann ja auch nicht so perfekt dann abgestimmt werden, wie wenn es jetzt jemand hört und dann halt dann auslevelt. Wobei das auch nicht ganz einfach ist, weil wenn wir jetzt hier anfangen mit 4 Leuten so und nach 3 Stunden sind andere 4 Leute dann dran und dann wieder andere 4 Leute, dann kriegst du es ja auch nie irgendwo perfekt ausgepegelt oder du brauchst halt ewig lange, das dann zu bearbeiten, das File. Naja, es wäre wirklich schön, wenn TeamSpeak diese Automatic Leveling, die wir jetzt eingestellt haben, auch wirklich bei der Aufnahme dann auch mit benutzen würde. Dann wäre es ja eigentlich ideal, aber das macht es wohl anscheinend nicht. Also. Es wird ja schon reichen, wenn es hier einen Lautstärkeregler gibt für die Aufnahme. Und das haben die nicht vorgesehen. Also das kann doch eigentlich nicht sein. Das ist ja wirklich so ein Standard-Feature eigentlich. Vor allem, ich erwarte von so einer Software auch, dass man, wenn man jetzt ein Sound-Setup hat, dass das immer dann gleich bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Setup speichere, dass das dann hundertprozentig genauso ist beim nächsten Mal. Weil es kann ja nicht sein, dass man halt irgendwo, dass dann eine Software in der Systemeinstellung vom Rechner was ändert und dann hat man plötzlich wieder ein anderes Setup. Das ist doch eigentlich Mist. Normalerweise kann man das auch machen, wenn da halt irgendwie alles drauf abgestimmt ist. Nur ich habe jetzt zum Beispiel vom Job her eine Telefonanlagensoftware, die auch keine Lautstärkeneinstellung hat. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, was dann im System eingestellt ist. Ja. Und da kann ich nicht irgendwie abwägen, dass halt für freitags TeamSpeak eine eigene Einstellung kriegt. Das Zauberwort heißt virtuelle Maschine. Ach, was. Ja, da kann man wirklich dann für jede Anwendung ein Setup machen. Ja, oder man holt sich eine Festplatte, also so eine SSD. Ich habe jetzt auch für den Videostammtisch eine SSD, wo ich dann halt Windows drauf habe und dann Windows benutze. Vielleicht kann Audacity das umsonst machen. Ja, ich glaube nicht, dass die Algorithmen, die dort verwendet werden, halt so im High-End-Bereich sind. Also, dass die jetzt so gut sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Also, sie sind schon sehr gut, was ich so mitbekommen habe.
Nur halt, das Problem ist halt, wenn du das irgendwie versuchen möchtest, möglichst passend schon zu haben. Also es ist halt, ja, ich sag mal so, es ist ein Defizit in der Software. Kann ich nie anders bezeichnen. Das ja, wir könnten auch das so machen, dass ich mich jetzt leiser mache und Ingo sich leiser. Und dann ist es wieder alles gleich. Ja, dann sind da, ja, nur dann hast du das ja trotzdem. Weil Patrick nutzt die Aufnahme ja trotzdem in dieser Art und Weise. Und das Lustige ist, naja. Ich habe mal geguckt noch, früher hatte TeamSpeak so eine Option, unter Aufnahmeoptionen automatische Lautstärkenanpassung. Nicht bei der Ausgabe, sondern bei Aufnahme über das Mikrofon. Das ist aber dann in den letzten Updates entfernt worden, warum auch immer. Verstehen? Ja, das erklärt. Weil ja. Skype benutzt das ja auch. Du hast ja bei Skype auch nicht so die Möglichkeit, das zu machen. Aber Skype gleicht das ja auch automatisch aus und das funktioniert ja. Aber das erklärt ja, warum das jetzt bei dem Stammtisch erst vor kurzem so ein Problem wurde. Ja, das kann bei sein. Als wir alle geupgradet haben. Ja. Die hatten ja eine Zeit lang hier irgendwie so eine Update-Flut gehabt, ne? Ja, da kam das eine wahrscheinlich etwas größere Update und dann kamen direkt zwei Hotfixes hinterhergeschoben, weil sie wahrscheinlich dann irgendwelche Bugs entdeckt haben, reinprogrammiert haben. Ingo, sag doch mal was. Ich habe gerade Nüsse im Mund. Ja, okay, du bist echt laut. Also du bist echt laut und Marcel und Oliver sind auf der gleichen Lautstärke. Ich frage mich, ob bei euch sozusagen das praktisch auf 50% gesetzt ist. Also ob es jetzt besser wäre, wenn Ingo und ich unser Rode bei macOS auf 50% setzen. Ich weiß es nicht. Ich kann auch noch nicht mal erkennen, wie das hier sauber eigentlich ist von der Aufnahme her in dem Programm. Weil ich sehe hier keinen Lautstärkepegel, es sei denn, ich kriege, nee. Wenn ich auf Test starten. Ja, wenn er auf Test starten. Jetzt ist er weg. Dann, wenn du auf Test starten klickst, dann schaltet nämlich Teamspeak das kurz alles ja, mutet halt, das. Ja, nur dann wenn ich da gucke, dann sehe ich den Pegel immer noch so, der schlägt bei mir ungefähr bis zu 40% dieser Skala aus, bis ungefähr bei 0. Bis 0? Ungefähr. Also ich glaube, ja. Dass halt die Leute, die dieses Häkchen mal auspegeln haben, dass die vielleicht dann die Aufnahmen schicken sollten, weil ich glaube, beim letzten Mal hat der Patrick halt die Aufnahme von jemandem genommen, der das nicht aktiviert hatte. Das kann auch sein. Jetzt ein bisschen vermehrt rein, wie meine Aufnahme ist. Ja, weil so von den Folgen davor, da war die Aufnahme eigentlich ganz gut. Dann haben wir da gab es auch keine Beschwerden. Nächste Woche sind wir dann schlauer. Ja, wobei beim letzten Mal habe ich das auch direkt während der Aufnahme gehört, dass es unterschiedlich ist. Aber jetzt finde ich, geht es eigentlich. Ich höre jetzt zurzeit also alle ungefähr so im Rahmen. Also es ist jetzt zwar so, dass Ingo, du ein bisschen lauter bist und ich habe 72%. Ja, aber das ist immer noch so im Rahmen. Ich finde, das geht so. Also ich höre alle eigentlich gut. Nur sonst war es halt so, beim letzten Mal beispielsweise, ich habe meinen Manfred kaum gehört. Ja. Mein Pegel ist bei 51, also gar nicht so hoch. Und den habe ich eingepegelt mit OBS, weil du da auch schon so einen schönen Amplifier, den Ausschlag schön sehen kannst. Aber Ingo, wieso benutzt du nicht 63%? Das ist das, was ich benutze. Du hast doch auch Rode, ne? Und macOS. Ja, also weil ich eigentlich mal 75% benutzt hatte und dann auch mal 70%, aber gut, wir können es jetzt auch streiten, so was besser ist. Ich weiß es nicht. wie weit sitzt du denn vom Mikro? Direkt davor eigentlich. Ja, also ich bin schon ein bisschen so 40 Zentimeter entfernt, weil ich habe ich habe diesen Schwenkarm und ich sage jetzt nicht mehr Ständer, sondern Schwenkarm. Und das Problem ist, der ist ja irgendwie direkt vor meinem Monitor und ich sehe dann den Monitor nicht mehr. Und das ist halt etwas nervig. Oder wie hast du das gemacht? Oder so seitlich? Du brauchst einen kleineren Monitor, das ist die Lösung. Das kann natürlich sein, ja. Ich habe dieses Tripod. Ich habe es auch seitlich neben mir, das sind also vielleicht 20 Zentimeter. Also Tripod ist zumindest, ist er dann schön klein. Und ich habe das jetzt halt über den Schwenkarm und der hängt dann so zwischen dem Notebook und meinem Monitor vom Notebook dann. Und das geht einigermaßen. Und ich kann auch näher dran gehen, aber ich finde es auch gut, dass dann gesagt wird, wenn die Aufnahme nicht gut ist oder zu laut ist, weil eigentlich könnte doch auch der TeamSpeak sowas anzeigen, wenn die Aufnahme übersteuert wird. Oder der kann es ja auch gegenregeln und dann den Input irgendwo ein bisschen senken. Also das ist doch programmiertechnisch wohl wirklich kein Hexenwerk. Und ich verstehe nicht, wie so eine Software sowas nicht macht. Man könnte sich auch so ein Headset kaufen, ein gutes. Ich hatte mal ganz schlechte Erfahrungen. Ich habe mir mal so ein billiges Headset von Logitech gekauft. Das ging gar nicht. Also das war wirklich derartig. Da war überhaupt kein Bass mehr bei der Stimme. Aber es gibt eins, ich versuche gerade es zu finden, von Beyer Dynamics, so ein 300-Euro-Headset, das soll wohl super klingen. Aber so viel Geld bin ich jetzt auch nicht bereit, eigentlich dafür rauszuschmeißen. Was ich gelernt habe, diese ganzen Gaming-Headsets, auch das von Beyer Dynamics,
Die sind hoffnungslos überteuert. Du bist immer günstig und qualitativ besser, wenn du Kopfhörer nimmst und separates Mikrofon. Ah. Also ja, das Beyer Dynamic 797, DT797 soll wohl laut Tim Pritlaff so toll sein, aber es kostet eben so 300 oder so. Und das hat dann auch gar kein USB, also das hat dann halt so einen Klinkenstecker, da muss man das noch irgendwie halt in die Soundkarte stöpseln und so. Das war aber jetzt eine gute Überleitung, ne? Ihr habt ja vorletzte Woche im Stammtisch über Kopfhörer auch gesprochen, der Robin auch vor allen Dingen, und genau diese Beyer Dynamics empfohlen. Ich habe mir, nachdem sich mein Billig-Headset, Amazon No-Name-Headset, jetzt beginnt aufzulösen, zu desintegrieren, diese Kunststoffummantelung von allem. Immer wenn ich das aufgehabt habe, hatte ich überall schwarze Pünktchen davon. Habe ich dann mir nämlich mal das zu Gemüte geführt, auch gerade insbesondere diese Beyer Dynamics, und habe mir dann auch vor anderthalb Wochen, dann habe ich mich entschieden, die DT990 Pro zu kaufen in der 250-Ohm-Version. Die benutze ich seitdem. Ich war und bin eigentlich immer einer von denen gewesen, die, wenn es um Musik und Audio geht, jetzt nicht so großartig die Unterschiede hören. Außer mal bei einem Hörtest bei MP3-Tests, als MP3 so neu war und getestet wurde, wo drauf man achten muss, damit man die Unterschiede hört. Da habe ich mein Gehör mit in Anführungszeichen versaut. Seitdem höre ich nämlich schlechte MP3s raus, weil ich genau weiß, worauf ich hören muss. Aber ich muss wirklich sagen, diese Beyer Dynamics im Vergleich zu diesem billig No-Name-Headset, gerade bei Audio-Testdateien, wo es um tiefe Bässe geht oder auch hohe Höhen, ne, da höre selbst ich einen massiven Unterschied, weil das hat in dem Billig-Headset, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, das hat geklappert, gescheppert, gekrächzt, und bei dem Beyer Dynamics, das ist alles wunderbar sanft, selbst so ein 20, 30 Hertz-Ton, so einen ganz tiefen Bass, den geben die einfach her, als könntest du dann die Vibration mitzählen, weil es da wirklich nicht viel ist, und bis hin zu den hohen Tönen. Es ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und die benutze ich seitdem. Sind noch sehr angenehm zu tragen durch dieses Velour. Das ist, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, jetzt sind wir schon zu dritt und jetzt könnte man bei Beyer Dynamic anfragen, ob die uns nicht sponsern könnten. Das, weil ich habe ja auch eins. Ich hatte mich ja immer so ziemlich vorsichtig hochgehangelt, weil für mich war das immer so eine Sache. So, ich habe nie freiwillig mehr als 70 Euro für ein Headset bezahlt. Und das ist ja noch nicht mal ein Headset, das sind ja nur Kopfhörer. Ja, ich habe auch meistens Headset habe ich irgendwann abgeschafft. Das letzte, was ich hatte, das war eins von Plantronics gewesen. Das war eigentlich ganz okay. Aber das hatte ich davor, das ist mittendrin durchgebrochen. Ja, das ist mir jetzt nicht passiert, aber bei mir hat sich irgendwann diese Polsterung halt aufgelöst. Genau, ja. Ne? Und da war es das dann gewesen und dann ging das ja los hier mit dem Podcast und dann hatte ich am Anfang irgendwie auch so dieses Gleiche, was auch Patrick am Anfang hatte, dieses Meteor-Mikrofon. Damit ging das eigentlich los. Das ging bei mir also mit dem Mikrofon los. Und dieses Meteor-Mikrofon, das hatte plötzlich die Angewohnheit, das wurde nach dem ersten Monat schlechter. Und zwar deutlich schlechter und es wurde immer schlechter. Und irgendwie erstaunlich, weil die Reviews für das Ding sind immer Bombe gewesen, irgendwie überall, wo du geguckt hast. Aber Patrick sagte mir, bei ihm war dasselbe. Das Ding war nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu gebrauchen. Und dann hatte ich halt hier das Rode genommen und das war dann Rode-Mikrofon und dann war das auch so ein bisschen das Eis gebrochen, dass ich auch ein bisschen mehr geguckt habe, so was gibt's denn vielleicht etwas Besseres, ne? Und deswegen, ich bin dann auch irgendwie bei Beyer Dynamic hängen geblieben und ich muss sagen, es ist es ist erstaunlich günstig dafür, für diese Qualität. Gerade das 990, ich habe 119 Euro bezahlt für die Kopfhörer. Ja, ich habe hier die 770, das ist ja das Geschlossene. Genau. Und die sind ein bisschen teurer. Nee, das hat 116 gekostet. Okay. Die kosten ungefähr dasselbe. Aber da ist kein Mikro dabei, ne? Das sind nur reine Kopfhörer. Ja, aber den dann halt auch im Vernünftig. Und ich habe halt ja auch, ich habe das Rode Mikrofon und das hat mich jetzt ja mit dem Schwenkarm und mit einem anderen Popschutz und dann mit dieser Spinne da dran, das hat mich dann auch schon insgesamt eher über 200 Euro gekostet. Ne? Das kommt dann schon auf selbe hinaus. Nur ich glaube nicht, dass man das mit einem Headset irgendwie vergleichbar bekommt. Das glaube ich auch nicht. Also ich habe ja bei mir auch eine ganz günstige Kombination. Ich habe ja diese Apple EarPods, also per Kabel, per Klinke in meinem MacBook drin und nutze also nur die als Kopfhörer.
weil was ich gut finde, die sind halt sehr angenehm zu tragen. Die kann ich halt auch stundenlang tragen, ohne dass halt irgendwie die Ohren heiß werden oder schwitzen oder sonst irgendwas. Die Qualität ist jetzt zwar nicht so gut, aber so als, also jetzt nur hier für so Podcasts ist es eigentlich ideal, finde ich. Wir können den Stefan bei uns begrüßen, der ist gerade zur Tür reingekommen, alias PureFox. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend. Hallo Stefan. Boah, ich dreht sich schon wieder um Mikrofone und oder Headsets. Ja, ich hatte damit kurz angefangen, weil ich mich dann doch jetzt für andere Kopfhörer entschieden habe und doch relativ begeistert bin, obwohl ich relativ wenig Unterschiede höre. Aber da höre selbst ich den Unterschied von so einem billig No-Name-Headset zu so einem reinen Kopfhörer mit Klinkenstecker. Das, ja, ist schon was. Ich muss auch gestehen, dass ich bis jetzt noch kein Biodynamics Kopfhörer habe. Ich habe also eine Sammlung, ich glaube so 5-6 Kopfhörer, alle möglichen Marken, aber kein Biodynamics Kopfhörer. Wollte ich mir aber auch schon immer mal kaufen. Nur ich habe immer ein bisschen abgeschreckt, weil die sollen ja irgendwo so ein bisschen sehr, also die Höhen sollen ja auch ein bisschen stärker betont sein. Und ich hatte immer Angst, dass das halt irgendwie so meinem Klangprofil nicht ganz entspricht. Das ist je nach Modell unterschiedlich. Es gibt wirklich Studio-Kopfhörer, die möglichst wenig noch eigene Dynamik da reingeben. Und das, was ich jetzt habe, diese DT 990 Pro, die verstärken etwas die Bässe und die Höhen. Genau, und das halt mit den Höhen, das ist halt gegebenenfalls ein bisschen kritisch, weil da kann es halt sein, dass einige Stücke etwas schrill wirken können. Ja, das ist halt, es ist Geschmackssache. Da bin ich halt kein Fan von, aber ich muss es halt auch mal probieren. Ich habe die leider noch nie getestet. Also ich hatte auch, AKG-Kopfhörer, B&W, B&O, Philips, habe ich auch solche dicken Kopfhörer. Dann habe ich auch noch hier für Gaming. Ich habe so ein Gaming-Headset für die PlayStation von wie heißt das denn? Auch so ein High-End-Ding, das war sündhaft teuer, so mit wechselbaren Akkus. Ich habe den Namen gerade vergessen. Auch so eine Spielemarke. Die sind eigentlich echt ganz gut, aber naja. Ich habe mal gerade eine Frage. Ja. Bei dem, was du jetzt gerade erzählt hast, die hast du dir wahrscheinlich alle im Internet bestellt, weil ich hätte jetzt gedacht, so bei solchen Ansprüchen geht man da nicht in irgendwie so ein entsprechendes Studio? Die habe ich teilweise, also ich habe mehrere Kopfhörer auch bestellt zur Ansicht und mir dann halt die Kopfhörer geholt, die mir gefallen haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass man, also wenn man so eine Ansprüche hat und man merkt irgendwie, also spätestens beim zweiten würde ich irgendwie losziehen bei irgendeinem Klangstudio oder so. Man sucht immer weiter. Also Audio Technica habe ich auch noch, dann Sony. Also man sucht ja immer so den perfekten Kopfhörer. Und es gibt ja halt auch verschiedene Modelle, also Over-Ear, In-Ear, dann also die aufliegenden, also die On-Ear-Kopfhörer gibt es ja auch noch. Und alles hat halt Vor- und Nachteile, so mit der Isolation. Das heißt, wenn jetzt auch dann den also Over-Ear sind, dann gibt es ja auch welche, die dann geschlossen sind und manche sind halt auch offen, wo man halt auch die Umgebung halt noch gut hört und die geschlossenen, da ist halt alles abgeschottet und es hat halt alles Vor- und Nachteile und eigentlich braucht man für jeden Anwendungsfall irgendwie so einen bestimmten Kopfhörer. Aber mittlerweile bin ich jetzt eigentlich dann doch jetzt bei den AirPod Pros gelandet, weil für mich sind das jetzt die universellen Kopfhörer, die auch am bequemsten sind, weil ich habe halt auch festgestellt, dass man Kopfhörer am liebsten trägt, die ja auch bequem sind und wo halt dann nicht die Ohren schwitzen und man kriegt halt irgendwie einen Druck auf den Ohren und so, das ist halt auch nicht ganz, ganz schön. Aber das ist halt auch so eine Leidenschaft von mir gewesen, wo ich halt auch gesammelt habe. Ich habe teilweise auch sogar gebrauchte Kopfhörer gekauft und das hat, also meine Frau, die ist auch ein bisschen Kopfhörer verrückt, die hat halt dann auch mehrere gekauft, weil die steht dann halt so auf die B&O-Kopfhörer, die sind halt auch mit edem Leder und so ganz toll gemacht, die riechen auch gut, aber erstes Auswahlkriterium. Kopfhörer, die gut riechen, kauf ich. Die Kopfhörer halt so aus, vor allen Dingen, so, ne? Die sind halt so richtig aus fettem Leder. Also das ist echt schön. Und die klingen halt auch sehr angenehm. Die klingen halt sehr warm. Nicht unbedingt jetzt so analytisch, aber die sind halt so schön zum, gerade so Rockmusik und so kann man da super drauf hören. Das macht richtig Spaß. Das sind halt so Spaßkopfhörer, finde ich. Und den Audio-Techniker, den ich ja letztens mal gelobt habe, das ist zum Beispiel ein richtig analytischer Kopfhörer.
wenn ich da zum Beispiel irgendwo in der Audioabmischung Fehler finde, da finde ich alles. Da habe ich mir auch mal gemasterte Stücke mal vor ein paar Jahren angehört. Zum Beispiel das aktuelle Album damals von Coldplay. Und also das aktuelle, ich glaube, die sind jetzt auch schon mittlerweile seit ein paar Jahren nicht mehr oder machen keine Alben mehr, aber das letzte Album hatte ich mir mal darauf angehört und das hat so viele Mastering-Fehler. Wenn man das also mal mit einem ordentlichen Kopfhörer hört, das ist Wahnsinn, dass man alles raushört. Ja, das ist also teilweise ganz, ganz, ganz schlimm. Und da hat man halt dann noch so Spaßkopfhörer, wo man wo halt dann auch diese kleinen Fehler oder falsche Abmischungen, wo die dann halt also übertüncht werden oder auch teilweise übersteuert. Also es gibt so viele Audiostücke, die übersteuert sind. Ja, das ist also ganz schlimm. Da fragt man sich auch, haben die keine Audiotechniker, die das mal vorher anhören? Ich weiß nicht, Danny, hast du da irgendwie so Erfahrung? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, vor 20, 30 Jahren, da waren die Audioaufnahmen qualitativ hochwertiger, beziehungsweise die Abmischung. Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches, frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab einem Dollar bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.